Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph. Heute beschäftigen wir uns mal unter Ubuntu mit dem Midnight Commander. Das heißt, erst installieren wir den und dann beschäftigen wir uns noch mit dem Thema, wenn man den Midnight Commander schließt, dass der im aktuellen Verzeichnis bleibt. Wir starten erstmal das Terminal. In meinem Fall habe ich das jetzt über eine SSH-Konsole über PuTTY aus Windows gemacht, aber das kann auch natürlich lokal im Ubuntu selber sein. Und dann versuchen wir jetzt erstmal Midnight Commander mit dem Befehl mc aufzurufen und wir sehen, dass der standardmäßig unter Ubuntu nicht installiert ist. Also installieren wir den erstmal. Ich bin jetzt als User CS eingeloggt, das heißt nicht als Root, also muss ich davor vor dem Install-Befehl den Befehl sudo geben, dann apt install mc und dann wird das schon installiert. Hin und wieder muss man dann noch den Befehl, also das noch bestätigen, dass man es installieren darf. So, jetzt ist er fertig installiert. Jetzt können wir den Befehl mc aufrufen und wir sehen, dass er Midnight geöffnet hat in dem Verzeichnis, also in dem Home-Verzeichnis des Users CS. Das sieht man, indem man hier einfach mal hochgeht. Ich habe hier nur den User CS angelegt und natürlich den Root-User. Und der Root-User, wenn man mit dem sozusagen eingeloggt wäre, würde der hier reingehen. Können wir natürlich nicht, da der User CS kein Recht hat darauf. So, jetzt wechsle ich einfach mal das Verzeichnis hier und ich schließe Midnight Commander und wir sehen, wenn ich jetzt hier mal aufliste, dass wir wieder in dem Home-Verzeichnis sind des User CS. Also das heißt in dem Verzeichnis, wo wir es gestartet haben. So, wenn wir jetzt mal in dieses Verzeichnis wechseln und starten, dann sind wir in dem Verzeichnis var. Also das heißt, er startet in dem Verzeichnis, wo der sozusagen gerade ist. Also, und wir wollen das natürlich auch, dass beim Schließen das so ist, dass wenn wir Midnight schließen, er in dem Verzeichnis bleibt, in dem wir gerade drin sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder auf Home und CS gehen würde und würde jetzt hier schließen, bleiben wir in dem Verzeichnis var. So, das wollen wir nicht so. Damit das wie gewünscht funktioniert, gibt es zwei Stellen, an denen man das konfigurieren kann. Die eine Stelle, die ist sozusagen nur für den aktuellen User oder beziehungsweise für den User, für den man das jetzt eingerichtet hat. Und die zweite Stelle ist, dass man das System-ID hat. So, die erste Stelle ist, wir gehen jetzt mal wieder in Midnight rein, damit wir da mal gehen. Die erste Stelle jetzt für den User CS, also nur für den User CS, wäre, man geht in das Home-Verzeichnis und dort findet man eine Datei, die heißt bashrc. Die ist eventuell, wenn man jetzt in der, sag ich mal, über die GUI da drauf geht, nicht zu sehen. Das muss man sich einstellen, dass das zu sehen ist. Hier in dem Fall sehen wir die. Und in diese muss eine Zeile eingefügt werden. So, die zweite Stelle, damit das systemweit dann funktioniert, wäre, also das heißt, hier müsste das sozusagen für jeden User, den es hier gibt, einzeln gemacht werden. Also es könnte dann jeder selber entscheiden. So. Die zweite wäre dann sozusagen unter etc und dann wäre es die Datei. Was ist denn? RC, da müsste sozusagen die gleiche Zeile eingefügt werden. Wir machen das jetzt gleich mal. Das heißt, gehen jetzt hier rein und es muss ein sogenannter Alias angelegt werden, den es bei Ubuntu standardmäßig so noch nicht gibt. In anderen Linux-Installationen ist das manchmal schon defaultmäßig gesetzt. So. Alias MC und ein Strich, dann ein Apostroph, dann kommt ein Punkt und darauf achten, dass hier ein Leerzeichen jetzt kommt. So, und dann User Share MC bin MC ab. Ja, klar, wrapper.sh und Apostroph. Ah, wir haben natürlich kein Recht, das jetzt zu ändern, weil wir ja als
normaler User unterwegs sind. So, also nochmal abbrechen. Ist natürlich gleich schön, dass das mal gezeigt wird. So, nein. Schließen wir die und jetzt machen wir sudo mc. Ich musste jetzt kein Passwort eingeben, weil ich schon mit sudo mal unterwegs gewesen bin. Das heißt, jetzt gehen wir nochmal etc. Soweit. Bash rc. Mit F4 können wir das jetzt hier editieren. Und wir machen das jetzt mal mit mcedit. Genau. Und also alias mc ist gleich Apostroph. Gleich mal so. Dann, wie gesagt, Punkt. Und unbedingt ein Leerzeichen dazwischen. Dann user share mc bin und mc-wrapper.sh. So, das sollte es schon gewesen sein. Speichern hat funktioniert. Schließen wir. So, und jetzt schauen wir mal, ob das schon sofort funktioniert. Das heißt, wir gehen jetzt mal in ein anderes Verzeichnis und schließen. Und wir sehen, dass das erst noch nicht funktioniert. Das heißt, wir machen schließen unser Putty mal und verbinden uns neu. CS. Und Test. Test. Mount F10. Und jetzt funktioniert das. So, wie gesagt, das sollte jetzt auch für den Root-User, hier in dem Fall loggen wir uns mal mit sudo i in den Root-User ein, Passwort. Das heißt, es sollte im Prinzip auch hier jetzt funktionieren. Ja, funktioniert. Ich hoffe, ich konnte wieder ganz kurz und schmerzlos jedem helfen. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche. Bis bald, euer Christoph.